Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Morrowind mit Pseudonym. So, beim letzten Mal haben wir, wie man sehen kann, das Haus hier endlich ausgeräumt. Wir haben uns Tränke gemixt, die wir auch mittlerweile dann auch mal bald jetzt irgendwie hier an die Seite packen können und uns irgendwie das mal, ja, uns zurechtrücken können halt einfach. Ne? Ich muss die Quest hier drin auf jeden Fall noch machen, ne? Die reinen Hilalo-Quest, damit ich endlich weiß, was da abgeht. Und dafür werde ich mich jetzt auf jeden Fall schon mal direkt... Ich werde hier mal kurz was ablegen. Ich werde mich gleich hier vorne im Haus Hilalo jetzt anmelden. Habe ich mir jetzt vorgenommen für diese Aufnahme. Und dann ein paar Hilalo-Missionen machen. Vielleicht auch von der Kriegergilde. Aber da muss ich nochmal gucken. Aber bis dahin werde ich jetzt erstmal kurz ablegen. Nur was lege ich denn alles ab? Also ich nehme auf jeden Fall die Pfeile hier mit. Den Bogen, den behalte ich. Ja, das kann ich schon mal tauschen hier. Das hier kann jetzt raus im Prinzip. Und dann nehme ich nämlich stattdessen das Ding hier auf die 1. Inventory Menu. Hier, bitteschön, danke. So, das. Dann kam das hier hin und das kam damit drauf. Und die kamen auch mit da drauf. Das ist quasi der Teil. Und hier, der Teil, ich weiß gar nicht mehr, was das ist überhaupt. Was war denn das? Das war der Sensorsbeauftragte, oder? Von dem die Sachen waren das, glaube ich. Ich weiß es allerdings nicht. Und hier sind die Sachen von Icarus. Na, Icarus? Ach stimmt, der hat ja nur Schuhe angehabt. Und einen Helm. Das komische Ding. Und jetzt die ganzen Blüten, die ganzen Knospen und so weiter. Das kommt jetzt alles hier hin. Packen wir das mal hier hin einfach. Aber dafür... Obwohl, nee, ich packe die einfach hier jetzt so hin. Und werde die einfach irgendwie stapeln. Ich wollte jetzt gerade sagen, die könnte ich auch einfach auf der Stelle ablegen. Im Prinzip, dass die alle ineinander liegen. Aber da habe ich gerade irgendwie keinen Nerv drauf, mich da jetzt hinzustellen und dann irgendwo in den Bildschirm packen zu müssen, damit der einfach nur vorhin auf den Boden fällt. Na? So, legen wir hier mal den ganzen Müll ab. Danach packen wir uns unsere Ausrüstung und gehen halt an die Quest ran für das Haus Hilalo. Haus Hilalo, du bist super. Oh, die sind ja riesig, die Federn. Na? Hat schon wieder nicht so wirklich geklappt. Oh, ich freue mich schon. Ich freue mich schon, wenn das hier erstmal fertig ist, wenn das erstmal eine richtig gute Datei ist. Das wird dann schön. Aber jetzt erstmal Haus Hilalo-Quest ein bisschen machen. Ein bisschen die Anfängersachen halt, ne? Die Anfängerquests von Kriegergilde, von Magiergilde und von Haus Hilalo, wie gesagt. Vielleicht auch sogar von dem Morag Tong. Da müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht sogar auch schon direkt machen. Ich meine, warum nicht? So. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Dann sind wir auch mit den Kräutern hier fertig. Dann tragen wir auch endlich nicht mehr so viel mit uns rum. Ich meine, das waren jetzt immerhin keine Ahnung wie viel Kilogramm. Na, genau, leg's ab. Wunderbärchen, jetzt haben wir es doch gleich endlich. Und das ist bestimmt riesig hier, oder? Nee, doch nicht. Ich hab's mir größer vorgestellt. Huch. Obwohl, das Hörn können wir eigentlich auch gleich ablegen. Das wiegt ja auch etwas. Und nach dieser Runde hier werde ich dann auf jeden Fall wahrscheinlich auch noch direkt eine Folge Skyrim aufnehmen. Habe ich zumindest jetzt gerade Bock drauf. Ich hoffe, ich packe das auch. Das Journal, das Tagebuch, das können wir hier mit drauflegen. Genauso auch seine Rollen. Na? So, und jetzt ist ja nur noch der Kram hier abzulegen. Die Retorte und der Ofen und alles mögliche. Unser Alchemie-Krams halt. So, das haben wir abgelegt und jetzt brauche ich nur noch die... Ach da. Dietrich. Na, wo haben wir denn Dietrich? Ist der hier auch irgendwo? Müsste er ja eigentlich. Ja, da liegt er doch. Da hat doch jemand schon wieder versucht, den Ding zu klauen. Okay, F1.
Auf die 9 kommt jetzt Inventory Menu. Oh, da haben wir ihn ja schon. Master Lockpick. Saubere Sache. Und dann nehmen wir dich jetzt wieder mit hier. Haben wir alles? 1, 2. Was haben wir auf 3? Ach ja, genau. Wiederherstellen. Und Waffe wegstecken. Huch, das war schon wieder jetzt. Habe ich vorhin noch mit einem Kumpel drüber gesprochen. Dass ich immer den Fehler habe, wie bei Skyrim halt, ne? Wenn man mit R dort die Waffe wegsteckt, hier macht man es ja mit F. Ne? Und ich drücke immer noch R und dann kommt direkt der Zauber und dann drücke ich nochmal R und dann ist halt alles weg. So. Dann legen wir mal alles an hier. Und legen die. Okay. Nochmal die 8 drücken, dann haben wir jetzt wenigstens die Dings ausgewählt. Und das ist ja alles schwere Rüstung hier. Ich werde mir... Ah, das mache ich als erstes. Also erstmal Haus Hilalo einbinden, aber danach werde ich mir direkt eine sehr epische Rüstung holen. Und zwar eine, mit der ich dann immun gegen Feuerattacken sein werde. Das heißt, wenn mich dann irgendwann mit Feuer angreift, dann werde ich das komplett absaugen. Also sowohl die Magie absorbieren, weil ich ja Atronach bin, ne? Als auch keinen Schaden bekommen, weil ich 100% Magieresistenz dann dagegen habe. 150 sogar, um genau zu sein, weil ich ja 50% als Völkerbonus habe. Ach, ich will gerade runtergehen hier und das klappt einfach nicht. Wieder Atronach, ne? Und der Effekt ist halt, wie gesagt, dass wir dann einen gewissen Teil der Magie, der auf uns eintrifft, absorbieren. Und den halt dann aufsaugen und damit halt quasi unsere Magie regenerieren. Weil wir das ja leider nicht in Schlaf können. So. Now's the time to talk. Aber nicht mit dir, mein Freund. Ich rede jetzt da drin mit der Frau von Hilalu. Oder aus dem Haus Hilalu, nicht von Hilalu. Und dann fangen wir sie mal direkt, ob sie uns aufnehmen kann. Hallöchen. Guck mich an. My time is precious, so make it quick. Ja, ja, meine ist auch precious, so make it quick. I am Neleno Doria. Dorvayin, I keep business going here in Balmora while the Hilalo Consolators are away, which is most of the time. Consilors, nicht Consolators. Counselors, so. Ist egal. Here's a recent edition of Yellow Book of Great House Hilalo. It lists the current Hilalo Consulors and their residences. I might tell you more for a small consideration. So. Das Gelbe Buch Nummer 3, aha, aha, okay. Wurde geedit, aber hier. Bribe her 50 Drakes. Machen wir doch mal. Caius Curio, mit denen sollen wir uns sprechen, damit wir aufgenommen werden. In Vivek. Er wird mir sehr wahrscheinlich zuhören, egal was es ist. Was ich so auf dem Herzen habe. Ich kann nochmal wieder rein Hilalu einsprechen. Yes, I'm looking for the murderer of Ryan Hilalu. If you find the murderer and bring him to justice, let me know. Werde ich dann tun. Ich weiß zum Glück auch schon, wer er ist. Und dann, naja, kann ich den einfach töten. Und muss nicht den ganzen anderen Teil der Quest machen. Aber mal gucken, vielleicht mache ich es trotzdem. Einfach nur, um es euch zu zeigen. So. Oh, was liegt denn hier? Nichts? Doch. Ah, hier. Das war das Ding, was uns verfolgt hat. Take all. Und, naja, komm. Die Leiche brauchen wir nicht. Dann legen wir es mal gleich hier mit dazu. Quickly, Outlander. I haven't much time. So. Quarma-Secret. Oder Quarma-Kacke. Wie auch immer. Quickly, Outlander. I haven't much time. Genau. Jetzt kommt die Rüstung. Und dann müssen wir so oder so nach Vivek führen. Da passt sich das alles ganz gut. Muss ich ja mal sagen, das passt sich echt gut. Auf 6 war Rückkehr, ne, genau. Und auf 7 waren die 7 Meilenstiefel. So, gehen wir doch ab wie ein geölter Pfeil hier, wie der geölte Blitz. Where would you like to go? Wir wollen nach Vivek, bitte. Dankeschön. Schwarzbild und sinnloses Gebrabbel von Pseudonym. Bitte warten. Und damit herzlich willkommen zurück. Nein, Spaß. Ah, es ist aber auch schon dunkel schon wieder, ne? Und ich bin fast geheilt durch die Fahrt. Das ist schon mal praktisch. Wo sind wir denn jetzt gerade? Wir sind jetzt gerade in World.
Ich habe in Erfahrung gebracht, wie so oft, so viele Sachen. Hier unten ist ja Ebenerz, wie ihr wisst, sehr wahrscheinlich, hoffentlich. Weil hier ist ja Vivec komplett umrandet, ne, und hier unten ist Ebenerz. Und unten im Süden von Ebenerz, da gibt es eine kleine Insel. Und da gibt es einen kleinen netten Gegenstand, den ihr wahrscheinlich alle ganz gerne haben wollt. Ist schwere Rüstung, schon mal vorweg gesagt. Und kann einen vielleicht ein bisschen an Skyrim erinnern. Aber dazu später. Erstmal wollen wir jetzt mal dort hinten hinlatschen. Und uns hier mal ein bisschen Vivec angucken. Ist das nicht schön? Ja, es ist nicht schön. Halt die Schnauze, ihr wisst, wie ich das meine. Oh. Und das Polarlicht dämmerte durch den... Eigentlich ist es ziemlich merkwürdig, aber egal. Es dämmert auf jeden Fall durch den Sternenhimmel. Und ich ziehe mir wieder die 7 Meilenstiefel an, weil ich damit ja doch ein bisschen schneller bin, beziehungsweise um einige schneller als ein bisschen. Habe ich eigentlich irgendwo... Ja, hier Waterwalking, super. Bin ich sogar schon fast im Süden. Gehen wir mal hier vorne lang. Way, way. Wer bist du? Nummer 8 nochmal. Nalami Velet. Services. Every canton has its own services. Hmm? If you are witch in Imperial Guild, go to the Foraging Quarter. If you are servant... Ah, hier Foraging schon wieder. Ne, Fremdenviertel. Genau, das war's ja. Ah, go to Hilalu Kong. Ah, hier... Eigentlich können wir da zuerst hin. Speak, Traveler. Boah, hat die rote Augen. Wo war denn nochmal das Hilalu? Das ist Haus Herodoran. Ich glaube, wir müssen... noch einen weiter zurück dann. Oder welches Haus hier ist das hier? Ich weiß leider nicht, welches Hilalu ist. Ah. Redoran. Steht also hier einfach an der Wand dran. Welches ist das hier? Ist das überhaupt ein Haus? Oh, das hier ist ja Hilalu, wo ich gerade drauf bin. Praktisch. Steht das hier auch? Ja, Hilalu. Super, da müssen wir nämlich ganz nach... Oh, hier die Rüstung. Die fand ich schon immer irgendwie ganz geil eigentlich. Guck mich mal an. Guck mich mal an. Not now, Outlander. Head on. Okay. So, und dann sind wir auch schon gleich da. Wo wir hin müssen. Nämlich auf dem Marktplatz des Hilalu-Viertels. Weil hier oben nämlich der Haupt-Hilalu-Platz ist. Hilalu Plaza. Hier ist das Hauptquartier der Hilalu-Leute. War es direkt in der Mitte? Hilalu General Goods. Denke doch, dass es das war. Nein, das war es nicht. Wie immer, ein Fail muss sein. Das hier ist... No Name Club, okay. Für solche No Names wie mich. Der hat auch geile Namen. Curio Manor. Kaios Curio hieß es ja, ne? Ich denke doch. Hallöchen. Can I help you? Kaios Curio. Ja, da befinden wir uns doch drin. Er beschreibt mir gerade, wo es ist und wir stehen mittendrin. Dann gehen wir noch einfach selber zu ihm runter. Haben wir ihn doch. Yes, I'm Kaios Curio, but you can call me Onkel Karius. Krassius. Ich habe immer Karius gelesen, scheiße. Das ist wieder so ein alter Kindheitsfehler. Kindheitslesefehler. Ah, yes, that's my name. But it sounds like music when you say it. Schwuchtel. Okay, Hilalu, blablabla. Ja, stimmt. Da stand er ja. Jüngling Halbtroll, Trambero, Business. I can talk about business to anyone who doesn't belong to House Hilalu, sweetie. Business. Ja, ich weiß, aber ich will dazugehören. Persuasion. Gold.
Fail. Verdammte Axt, ich hätte vielleicht mal vorher speichern sollen. Dann, Ach kacke, okay, dann speichern wir einfach jetzt. Verdammte Axt, das ist echt schief gelaufen. Komm schon, komm schon. Nimm's an. Nimm's an. Super, nimm's nochmal an. Nochmal an. Nimm's an. Nimm's nochmal an. Gut, jetzt geht's in die richtige Richtung. Och, scheiße. Mich würde mal interessieren. Oh, ey, Leute. Komm, hier, 100. 100 frissbar. Er hat denn noch nicht mal was? Nö, sehe ich ja mal gar nicht ein. Goodbye. Und F6, um zu laden. Ach ja. Und da haben wir ein Morrowind-Problem. Tut mir leid, Leute. Ich probier's gleich nochmal. Bis dann. Tschüss. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Morrowind mit Pseudonym natürlich. Und ich entschuldige mich für die kurze Unterbrechung, aber leider hat ja eben gerade ist ja irgendein Fehler gewesen, den ich nicht genau beschreiben kann, der mir auch eigentlich relativ wumpe ist. Wir machen jetzt direkt weiter und mir ist aufgefallen, dass ich, also ich habe kurz nachgeguckt gehabt wegen den Haus Hilalu und ich muss hier gar nicht mit denen hier sprechen. Ich hätte in Balmora einfach mit da weiterreden müssen, ich hätte so lange drauf warten müssen und sie auf das Haus Hilalu zum Beispiel ansprechen sollen, bis dort steht, den Haus Hilalu beitreten, als Frage. Und ja, ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen jetzt, aber dann können wir jetzt halt trotzdem uns schon mal dran machen, uns die Rüstung zu holen, wenn wir jetzt schon mal hier unten sind. Und danach werden wir halt uns den Haus Hilalu einschließen. Speak Traveler. Speak Traveler, ihr wollt andauernd, dass ich spreche, aber ich habe gar keine Lust, mit euch zu reden. Und ich werde, glaube ich, noch mal ein bisschen an der Mod rumschrauben. Ich mag dieses Geglitzer nicht. Das finde ich echt nicht toll. World, bitte. Okay, wir sind jetzt gerade hier unten und gucken in welche Richtung. Ah ja, wir müssen also weiter in diese Richtung laufen anscheinend. Machen wir mal kurz die 7. Für unsere 7 Meilenstiefel. So, weiter runter. Jetzt rennen wir gerade Richtung Norden, ne? Wir wollen aber Richtung Süden. Boah, können wir jetzt hierfür rüber? So, und dann machen wir uns auch glatt auf den Weg in Richtung Ebenerz und seine Bewohner. Da hinten sehen wir es schon. Am südlichen Ende der Küste, Ebenerz. Die kaiserliche Hauptstadt on Morrowind. Mit der kaiserlichen Legion. Viele sind wahrscheinlich für sie, viele gegen sie. Da es sich ja um den Krieg zwischen der kaiserlichen Legion und den Sturmenteln, so heißen die Leute in Skyrim. Aber es scheint sich ja im Prinzip die Dings rumgesetzt. Oh, you should rest. Okay, ich bin schon eine Stufe gestiegen. Ah, Skyrim. Wie gesagt, ich werde auch noch das Skyrim-Let's Play starten. Das wird auch noch ein... Ich weiß, vielleicht mache ich sogar heute Abend. Muss ich nochmal gucken. Wo will ich denn hin? Definitiv in Richtung der Stadt auf jeden Fall, weil dort unten halt unsere Insel ist, nach der ich suche. Lass mich mal durch, bitte. Danke. Hallo, Kaiserlicher. Für was seid ihr denn immer gewesen? Ich war immer, ich muss ja sagen, ich habe die Sturmmäntel immer bevorzugt. Ich bin ja so ein kleiner Rebell. Und ich habe einfach das immer gehasst, wie unser, beziehungsweise der Anführer der Sturmmäntel halt, wie die mit denen umgegangen sind. Das hat mir einfach gar nicht gefallen. Ich höre doch was. Ich sollte eventuell auch nochmal rasten, aber... Gehen wir mal in den Lokalteil. Wo sind wir denn? Ah, es ist... Der Fall wurde echt extrem klein gemacht, ne? Auf der Karte. Von der Map. Von der Mod. Oh.
Noch ein bisschen Kräuter sammeln, wenn man es kann, ne? Warum nicht? So, nochmal kurz die Acht, damit wir ein bisschen mehr sehen. Ist es das da hinten? Ich glaube, das da hinten war es schon. Oh, ich bin gerade sehr, sehr langsam. Wie immer. Ist ja nicht nur gerade.